Herzlich willkommen bei Heilkunst Witschek. Viele von euch werden mich schon kennen, die dieses Video jetzt anschauen. Mein Name ist Radim Witschek. Ich habe eine Praxis für Psychotherapie unten bei Rosenheim in Kolbermoor. Ja, und ich habe mal bereits jetzt 2012 ein Video eingestellt, EFT lernen in 10 Minuten. Und ich vermute mal, dass einige von euch, welche hier dieses Video jetzt anschauen, bereits das gemacht haben. Und ich freue mich sehr, das Video habt ihr gut angenommen. Da wurde sehr viel geklopft, sehr viel gemacht und vielen, vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen, die ihr mir gegeben habt, die ganze Latte. Und ich weiß, dass viele von euch damit richtig gut und effektiv arbeiten konnten. Von anderen weiß ich wiederum, die sagten, nee, für mich funktioniert das nicht so gut. Und viele haben auch an mich Fragen gestellt. Und da habe ich mir gedacht, juhu, zum 10-jährigen Jubiläum von diesem Video, was echt eine Weile her ist, mache ich noch was Kleines und gebe euch mal ein paar Hinweise, wie ihr 4 Dinge verändern könnt, welche eure EFT in der Selbsthilfe, eure Selbsttherapie letzten Endes wirklich optimieren könnt. Das heißt, 4 Fehler, die ihr vermeiden könnt, damit ihr wirklich gut und effektiv in der Selbsthilfe mit EFT arbeiten könnt. Okay, Punkt Nummer 1. Es geht um das Anliegen. Welche Anliegen könnt ihr überhaupt wählen, dass es funktioniert, dass ihr mit EFT arbeiten könnt? Bitte, bitte, nennt in der Selbsthilfe nur konkrete Einzelszenen. Ja? Konkrete Einzelszenen. Keine abstrakten Inhalte. Ganz wichtig. Das heißt, angenommen, ihr habt zum Beispiel eine Prüfungsangst, ja, dann tut ihr nicht klopfen, meine Prüfungsangst, diese Prüfungsangst, Prüfungsangst, die ich immer habe, immer diese Prüfungsangst, funktioniert nicht. Funktioniert vielleicht ganz langsam, aber Leute, die Lebenszeit ist begrenzt. Deswegen empfehle ich einfach, bitte nehmt eine konkrete Einzelszene, entweder wo es schon mal passiert ist, die Prüfungsangst, was weiß ich, ihr habt eine Fahrschulprüfung gehabt, vor 2 Wochen seid ihr durchgeflogen, dann nehmt ihr das. Oder wo etwas auf euch zukommt, angenommen ihr macht eine Firma, eine Präsentation, am nächsten Freitag, ja, eine Zukunftsvision. Das könnt ihr nehmen, das ist konkret. Eine Einzelszene ist etwas, wie wenn ich hier ein YouTube-Video drehen würde und ich tue das YouTube-Video mit meinem Handy aufnehmen und dann ungeschnitten, ungekürzt einstellen. Zack. Das ist eine Einzelszene. Damit arbeitet ihr. Keine abstrakten Themen. Okay, Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 2 ist es, bitte wählt ein Anliegen, dessen Erreichung zu 100% in eurer Macht liegt. Ich weiß, dass manche Leute versuchen, zum Beispiel reich und erfolgreich zu sein. Ja, ist auch ein schöner Gedanke. Und dann kann man ja versuchen zu klopfen. Ich bin reich, ich schwimme in Reichtum, Fülle kommt zu mir, ich bin total in Fülle, das Geld strömt mir zu, juhu, das kann man natürlich machen, ist aber nicht EFT. Hier betreten wir das Feld der Manifestation, aber das ist was vollkommen anderes mit EFT. EFT ist eine emotionale Technik, Emotional Freedom Technik. Hier geht es um Emotionen. Das heißt, wenn ihr mit EFT arbeitet, dann schaut ihr, dass ihr ein Ziel habt, das zu 100% in eurer Macht liegt. Und ihr könnt zum Beispiel klopfen, dass ihr, wenn ihr Angst habt, zum Beispiel eine Präsentation zu machen, wo ihr wisst, ihr kommt zu Geld, ja, dann könnt ihr klopfen, die Angst, die ich habe, meine Angst vor der Präsentation oder meine Angst vor Erfolg. Ja. Und da auch wieder eine Einzelszene zum Beispiel, meine Angst vor Erfolg, als ich meinen Kollegen gesehen habe, der diese super Präsentation gehalten hat und ich war in der Zuhörerschaft. Einfach Angst. Boah. Und Angst und Scham, als ich ihn gesehen habe. Angst und Scham. Ja. Also ich klopfe etwas, was in mir ist. Es liegt zu 100% in meiner Macht. Ja, ich habe auch wieder gesehen, dass Leute versucht haben, Sachen zu klopfen, wie zum Beispiel, ich bin geliebt, ja. Ich bin geliebt von allen, meine Mami liebt mich, meine Mami, also ob die Mami einen liebt oder nicht, es liegt in Mamis Hand, nicht in eurer. Ihr könnt klopfen, Sachen zur Selbstliebe als Thema, das könnt ihr, ja? Aber ihr könnt nicht klopfen, ich werde geliebt. Das ist Manipulation, ja?
sorgt für euch. Was kann ich tun? Was kann ich in die Welt bringen? Was kann ich in mir verändern? Was liegt in meiner Macht zu 100%? Das ist ganz wichtig bei der Wahl des Anliegens. Bitte prüft das, bevor ihr ein Anliegen habt. Ja? Okay, wenn ihr die Anliegen klar habt, geht es in das Klopfen. Und was kann man da optimieren? Das erste ist, wenn ich klopfe Emotionen, ich klopfe Körperempfindungen und ich klopfe Sinneswahrnehmungen. Das Beste immer ist eine Emotion, an zweiter Stelle eine Körperempfindung, an dritter Stelle eine Sinneswahrnehmung. Was ist denn das? Emotionen, Wut, Traurigkeit, Scham, Zorn, Lust, Freude, das sind Emotionen. Ja? Mit all ihren Nuancen. Das ist immer das Beste, was ihr finden könnt, wenn ihr mit euch selbst Hilfe macht. Wenn ihr keine findet, dann könnt ihr mit Körperempfindungen arbeiten. Körperempfindungen sind zum Beispiel Weite in der Brust oder Enge in der Brust, Druck oder Wärme oder Kälte, ja? Oder Schmerz oder Weichheit, Unruhe oder Entspannung. Das sind Körperempfindungen. Die sind an zweiter Stelle nach den Emotionen auch total nützlich. Und an dritter Stelle liegen die Sinneswahrnehmungen. Manche Ereignisse machen nämlich Sinneswahrnehmungen. Dazu gehört, was ihr seht, dazu gehört, was ihr hört, was ihr tasten könnt, was ihr riecht und was ihr schmeckt. Das heißt visuell, auditiv, kinästhetisch, gustatorisch und olfaktorisch. Ja. Das sind die WAKOG, ja, das ist die Abkürzung, die so zum Beispiel in NLP bekannt ist, für Emotionen, für Sinneswahrnehmungen. Punkt Nummer 4, und das ist der wichtigste von allen, ich bitte euch, wenn ihr klopft, dann klopft ihr das, was da ist. Angenommen, ihr habt die Präsentationsangst, von der ich vorhin gesprochen habe, dann klopft ihr, wenn ihr die Emotion habt, die Angst, diese Angst vor der Präsentation am Freitag, Vormittag, in meiner Firma, diese Angst vor der Präsentation, einfach Angst. Angst und schwitzige Hände, ne? Angenommen, ihr habt eine Körperempfindung, klopft ihr die auch. Angst, Gefühl, schwitzige Hände, Körperempfindung. Angst und schwitzige Hände, wenn ich daran denke. Angst und schwitzige Hände, wenn ich daran denke, sie am Freitag zu halten. Angst und schwitzige Hände. Und was ihr macht, ihr entspannt euch in diese Vorstellung von dem, was Freitag kommen könnte, mit dem, was ihr im Hier und Jetzt im Körper erlebt. Emotionen, Körperempfindungen, vielleicht eine Sinneswahrnehmung. Und das klopft ihr. Und es geht nur darum, ihr klopft, was ist. Und ich sage immer so schön meinen Klienten, ihr tut euch hinein entspannen in das, was jetzt ist. Es geht nicht darum, etwas wegzuklopfen. Versucht es erst gar nicht. Ihr geht mit dem, was ist. EFT ist ein Selbstheilungsprozess mit euch selber oder ein begleiteter Selbstheilungsprozess mit jemandem, wenn ihr einen guten Therapeuten habt, der es mit euch macht. So. Das heißt, ihr klopft die Emotion und ihr schaut, was passiert. Ihr seid neugierig wie die Kinder. Ja, ihr klopft, hey, einfach Angst. Boah, Angst und Unruhe in mir. Angst und Unruhe. Boah, jetzt kommt ein kleines Glücksgefühl. Angst, Unruhe und Glücksgefühl, das ist ja komisch. Verschiedene Emotionen. Angst, Unruhe, ein kleines Glücksgefühl. Oh, was passiert denn gerade? Und es kann sein, dass die Emotion sich wandelt. Aus der Angst wird vielleicht eine kleine Scham. Aus der Scham wird eine kleine Wut. Und aus der Wut wird ein kleines Glück. Das heißt, ihr folgt dem, was ist, bis der Prozess auf eine natürliche Art und Weise zu Ende geht. Ja? Egal, ob es stärker, schwächer oder sich wandelt. Das ist ein natürlicher Fluss der Dinge. Der geht irgendwie und ihr folgt dem. Ihr seid demütige Beobachter dessen, was jetzt geschieht. Ja? Leben ist das, was passiert, während wir denken. Und genau das passiert in der EFT-Geschichte auch. Folgt dem inneren Fluss, entspannt euch hinein. Okay, das sind die Sachen, die ich euch mitgeben wollte, einfach für die bessere Möglichkeit,
für euch selbst eine Selbsthilfe, EFT-Selbsthilfe zu arbeiten. Ich gehe es nochmal durch. Konkrete Einzelszenen beim Anliegen, auch beim Anliegen, es liegt zu 100% in eurer Macht. Beim Klopfen selbst, Gefühle, wenn keine vorhanden, Körperempfindungen, wenn keine vorhanden, Sinneswahrnehmungen klopfen. Und ihr klopft einfach, weil es ist, der Weg ist das Ziel. Ihr go with the flow, geht mit dem Fluss des Klopfens. Es ist klar natürlich, dass die Selbsthilfe auch bei EFT natürlich ihre Grenzen hat. Ja? Grenzen der Selbsthilfe sind ungefähr, meiner Erfahrung nach, mein Gott, ich mache es jetzt 25 Jahre, sind, dass ungefähr 60% der eigenen Themen in der Selbsthilfe lösbar sind. 40% brauchen eine Begleitung, wie auch immer. Die Begleitung kann sein Psychotherapie. Ihr spielt Theater, ihr fahrt auf dem Einrad durch die Sahara. Ihr macht Meditation, aber was? Irgendetwas, wo ihr in Begleitung mit anderen Leuten teilt. 80% der eigenen Themen sind mit einer Technik, zum Beispiel EFT, lösbar, 20% nicht. Da braucht ihr was anderes. Familien stellen, gute Partys, ja? Gestaltarbeit, Traumatherapie, weiß der Henker was. Ja? Einfach eine andere Techniken oder andere Begebenheiten. Ja? Dramaturgisches Arbeiten, etwas, was euch liegt, Musik machen. Irgendwas, wo ihr Stimmarbeit, wo ihr in Prozesse kommt und wo ihr transformieren könnt. Und auch wichtig ist in der Selbsthilfe, übernehmt euch nicht. Schätzt euer Anliegen auf einer Skala von 0 bis 10 an, bevor ihr klopft. Wie groß ist die Last, die subjektive Belastung von 0 bis 10? Wenn sie zwischen 4 und 7 liegt, super, dann klopft ihr. Wenn sie drunter liegt, ist es nicht wert, dann geht ihr lieber einen Cocktail trinken, oder geht in Natur spazieren oder arbeitet im Garten oder fährt Mountainbike, spart euch die Zeit. Und wenn sie über 7 liegt, 8 bis 10, dann ist es nicht gut in der Selbsthilfe. Sucht euch bitte jemanden, wo ihr ein gutes Gefühl habt und arbeitet mit dieser Szene, mit diesen Menschen durch. Mit einem EFT-Therapeuten oder anderen Therapeuten. Das ist zu knackig für die Selbsthilfe. Bitte auch keine traumatischen Inhalte mit EFT bearbeiten. Trauma im Sinne von wirklich ICD-10, ja, PTBS, traumatische Geschichten oder frühkindliche Traumatisierungen, Entwicklungstraumen, das haut nicht hin. Ja. Das wird nicht funktionieren. Das haut ein Stück weit vielleicht hin mit der Selbsthilfe, aber nicht am Kern. Da braucht ihr auch Begleitung, jemand, der euch wirklich den Rahmen gibt und hält. Das braucht ganz, ganz, ganz viel Liebe und das braucht auch jemanden, der die Kraft hat, euch zu halten. Ja. Bitte auch da jemanden suchen. Und auch dort, wo ihr merkt, ich habe keinen Bock drauf, ich möchte schnell wegklopfen, fangt das gar nicht an. Ja? Geht mit Freunden aus oder macht was Schönes, geht spazieren, geht wandern, habt eine gute Zeit, spart euch die Zeit. Macht das nur in der Selbsthilfe und merkt, oh ja, ich habe Lust, mich zu erfahren. Yes. So, das sind so meine Tipps für euch. In diesem Sinne, happy tapping. Wer einfach hier noch dran ist mit EFT, ich finde es eine tolle Technik, man kann wahnsinnig für sich selbst auch in der Selbsthilfe machen, auch im Coaching-Bereich, im Therapiebereich. Das heißt, weiterhin gute Erfolge und vielleicht mit diesen Tipps noch ein paar Erfolge mehr. Insofern, Mensch Leute, habt Freude daran, gute Erfolge und schauen wir mal, vielleicht schiebe ich noch ein weiteres Video nach. In diesem Sinne, okidoki, macht's gut, ciao, ciao.